بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, viele von euch haben angefangen zu praktizieren, Alhamdulillah, möge Allah euch festigen. Und die kriegen dann nachher Probleme zu Hause. Vorher sind sie vielleicht in die Disco gegangen, hat sich keiner darüber beschwert. Dann ist es, ach ja, der ist doch noch jung, und ach, der kann ja noch mal gucken. Ne? Und dann fängt man auf einmal an zu praktizieren, auf einmal ist die Angst groß. Wie geht ihr damit um? Liebe Geschwister, ihr müsst also sein Zeichen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Erstens, der Prophet Frieden und Segen mit ihm hat gesagt, der Islam kam als Fremder und er wird zurückkehren als Fremder und Tuba, ein Baum im Paradies, für die Ghuraba, für die Fremden. Das heißt, wenn deine Eltern sagen, hey, das ist fremd, was du machst, das haben wir bei unserer Tradition nicht gemacht, und du sagst, hier steht es im Koran, hier steht es in der Sunna, dann habe die frohe Botschaft, dass du inshallah zu den Ghuraba gehörst. Und ich will dir ein Beispiel geben, von Ibrahim a.s. In Sure 19 findest du, dass Ibrahim einer der besten Menschen, der zweitbeste Mensch, der jemals auf der Welt war, nach dem Prophet Muhammad a.s., nach der Meinung der Gelehrten, der zweitbeste Gesandte, dass sein Vater zu ihm, das seht ihr in Sure Mariam, die 19. Sure, dass sein Vater gesagt hat, dass er ihn gedroht hat, dass er ihn steinigen wird. Dass er ihm gedroht hat, dass er ihn steinigen wird, wenn er nicht aufhört, zu Allah zu rufen. Deswegen, liebe Geschwister, seid standhaft, macht weiter. Und ich sage euch, wie der kleine Junge zu seiner Mutter gesagt hat, als ins Feuer geworfen wurde, entweder Glauben abgeben oder Feuer geworfen werden, da hat das kleine Kind gesagt, mit einem Wunder von Allah, Isbiri umma fa innaki al-haq. Sei standhaft, Mama, denn du bist auf der Wahrheit. Deswegen, liebe Geschwister, sage ich euch, seid standhaft, denn ihr seid auf der Wahrheit.